Ja, was ist denn? Schleich dich in die Armee von Hylet ein und verbreite das Gerücht, dass alle Soldaten von South Window hingerichtet werden, wenn der Krieg zu Ende ist. Verstanden. Alle anderen bleiben hier und beschützen diese Burg. Wir müssen etwas Zeit gewinnen. Und was dann? Wir werden keine Versteigerung erhalten. Und ich glaube auch nicht, dass Freds Gerücht allein die Soldaten von South Window zum Seitenwechsel bewegen wird. Der Feind wird ganz ohne Zweifel versuchen, diese Burg zu umzingeln. Wir werden mit einer kleinen Einheit den Feind umgehen und Solon und Chase einen von hinten angreifen. Wenn wir ihren General angreifen, werden die Truppen unsicher. Dann werden wir auch in der Lage sein, die Soldaten von South Window überlaufen zu bewegen. Warte mal, dies ist eine Halbinsel. Wie sollen wir den Gegner umgehen, der uns umzingelt hat? Die Armee von Highland ist nur auf Landschlachten eingerichtet. Auf dem Wasser haben sie keine Erfahrung. Für Soranche ist Wasser nur ein Hindernis. Aber wir werden den See zu unserem Vorteil einsetzen. Wir müssen in der Lage sein, uns einige Schiffe von den benachbarten Dörfern zu borgen. Du hast auch an alles gedacht. Ich habe das Gefühl, dass wir siegen werden. Ja, wir werden siegen. Wir werden siegen. Yippie! Juhu! Freuen sich wieder zwei. Okay. Wir werden es mit dir versuchen. Also. Wer wird Solon Chase Einheit angreifen? Entweder ich oder Victor. Nein. Ich werde diese Rolle jemand anderen überlassen. Bali, ich möchte, dass du es machst. Ich weiß nicht, na klar mache ich das. Der Schlüssel zum Sieg über Lura Blight ist praktisch in unseren Händen. Wir zählen auf dich. Nun, wir müssen uns jetzt alle an die Arbeit machen. Fred, ich helfe dir dabei zu formulieren, was du den Soldaten von South Window sagen wirst. Zum Gedenken an Grandmire. Für die Bevölkerung von South Window, ich werde mit meiner ganzen Kraft kämpfen. Okay, ich zähle auf dich. Victor, Flick, Zai, versuch die Burg zu schützen. Abel, ich möchte, dass du 300 Soldaten aus der Armee und 2000 auswählst. Das wird Balis Einheit. Ja! Diesmal werde ich unbedingt gewinnen. Du darfst nicht wieder versagen. Nun, es gibt keine Zeit zu verlieren. Wenn wir diese Schlacht verlieren, wird es keine weitere Schlacht geben. Bereitet euch alle gut vor. Und weg ist der Freddy, er in einem Affentempo weiter weggezerrt. So, jetzt wird's allzu ernst, ne? Oh, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich aufgeweckt habe. Aber du hast zu lange geschlafen. Du musst sehr müde gewesen sein. Du hast sehr viel durchmachen müssen. Warum muss dies geschehen? Warum machst du... Warum musst du alles machen? Also rum. Ich bin nicht sicher, ob ich diesem Schuh trauen kann. Aber ich glaube, dass wir keine andere Wahl haben, als zu kämpfen. Es wird schon gut gehen. Ich werde hier sein und dich beschützen. Gehen wir. Es ist fast an der Zeit. Zeit wieder zu kämpfen. Ja, aber sicher doch. Gib bitte was auf die Mütze. Gib bitte. Ja, wir speichern gleich nochmal. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen nervig, aber was sein muss, muss sein, ne? Elf Stunden schon. So. Hey, Bali, hast du gut geschlafen? Dieser nächste Kampf liegt dir auf der Seele, nicht wahr? Die Armee von Hylet ist angekommen. Es sieht so aus, als ob sie die Burg zu umzingeln versuchen. Okay,
Es ist Zeit. Victor, Flick, seid ihr bereit? Überlass es uns. Wir beschützen diesen Ort. Was ist mit dir, Bali? Ich bin bereit. Okay, beginn die Operation. Operation, let's begin. Ja, du nicht, Billiger. Du spielst mit deinen Puppen. Bali, viel Glück. Viel Glück. Aber sei vorsichtig, Bali. Mach ich doch glatt, Mädels. Solange, gut. Es sind nur Ratten in einer Falle. Vernichtet sie. Lasst niemanden entkommen. Aber unsere Streitkräfte sind zu weit verteilt. Unsere Flanken sind zu ungeschützt. Ungeschützt? Alles, was sich an unseren Flanken befindet, ist das offene Gelände von South Window. Keine Sorge, du musst sie nur packen. Das wird so richtig Spaß machen. Der alte Feigling von South Window hat kampflos aufgegeben und ich fing schon an, mich zu langweilen. Hör zu, wir müssen den Gegner beschäftigen, bis Bali sich hinter seine Linien geschlichen hat. Strengt euch alle an. So. So. Ach, da ist der Gilbert. Also haben wir ihn doch. Da wird er bloß nicht angezeigt. Puh, eine Sorge weniger. Gott sei Dank. Darf ich hier überhaupt was steuern? Ah, Bali, du hast nur ein einziges Ziel. Die Haupteinheit von Solange. Du kannst alle anderen Einheiten ignorieren. Solange ist Verteidigung 10 hat er. Ja, und ich würde mal sagen, dass diese drei kleinen Schwertkämpfergruppen in der Mitte die Rebellen sind, die wir versuchen müssen zu überreden. Zumindest schätze ich das mal. Ey. Ja. Lasst mich ein bisschen nachdenken. Worauf wird das hinauslaufen? Bin da nicht so ganz sicher. Ob das was wird, ey? Die besetzen die ganze Burg, ey. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen leise. Ich versuche mich zu konzentrieren, weil ich nicht wirklich weiß, was die hier vorhaben. Ja, da ist ja unser Gilbert. Ach, ich freue mich so, dass wir ihn doch haben. So, auf ihn! Was? Was zum Teufel? Der Feind greift uns an den Flanken an. Was? Wo sind die denn hergekommen? Wir sind umstellt. Sei nicht so ein Feigling. Geh zurück zur Frontlinie. Ich kümmere mich um diesen Stachel in unserem Fleisch. Hey, seh dir das an. Die Armee von Highland, die sind geschlagen. Seht euch das alle an. Bali greift Solonches persönliche Einheit an. Dieser tapfere junge Mann. Wirklich? Solonches Einheit? Lord Bali. Oh, Lord schon. Oh. Er ist ein Mann, der uns zum Sieg führen könnte. Es ist unsere Chance, zurückzuschlagen. Sieg! Das stimmt. Es wird Zeit, dass wir ihn zurückzahlen, was sie Lord Grandmire angetan haben. Für die Erde von South Window. Er hat recht. Jetzt ist es unsere Chance zu kämpfen.
Vernichte die Armee von Highland. Yes! Bali, vorläufig ist unsere Arbeit getan. Wir sollen zurückkehren. Oh, jetzt gibt's aber was auf die Mütze, ja? Kollegas. Jawohl. Das war der erste Damage für Highland. 8, jetzt darf ich hier alle steuern. Okay. Okay. Achso, ich wollte schon sagen. Denk schon, hä? Ich wollte schon sagen. Nein! Ihr Schweine! Tötet sie! Tötet sie alle! Der Vorteil ist, solange Flick und Victor in der Burg stehen bleiben, werden, soviel ich weiß, die Wunden geheilt wieder. Boah, nein! Du Arsch! Deiner dämliche Arsch! Na, ob mir das gewinnt? Noch bezweifle ich es recht. Ob, knallt sie ab. Ich stell grad fest, die ganzen Soldaten auf Flicks Pferden schauen alle aus wie unser Bali, ey. Oder nicht? Auch die hier irgendwie. Vom Aufbau. Los, Gilbert, zeig, was du kannst. Streng dich mal ein bisschen an. Gib dir gefälligst etwas Mühe. Immer bloß ein? Also, so wird das nix. Rune. Ich habe mich mal selbst. Ja, denkst du, Puppe, Scheißdreck was. Boah, alter Verwalter. Hm. Heißt es eigentlich einfach abwarten? Tee trinken. Boah, es hat Flick auch eine voll auf die Zwölf zu kommen. Alter, was ist denn los hier? Gibt's ja wohl nicht, oder? Du triffst mich nicht. Du triffst mich einfach nicht. Du triffst mich nicht. Hallo? Geht's noch? Es gibt euch mal ein bisschen Mühe. Gibt's ja wohl nicht. Ich glaub, das kann ein bisschen dauern. Das glaub ich. Jawohl, Gilbert. So ist richtig. Du bist mein Mann. Weg mit dieser Type. Na, so nicht, so nicht, so nicht. Oh, Victor, halt dich bloß. Victor, sage ich schon, Flick. Darf ich mich schon wieder heilen? So wäre das gar nichts. Aber wir machen einfach mal so. Auf ihn! Oh ne! Aber die haben auch einen mitbekommen. Ja. Was er nicht sagt. Puh, ich will das ja nicht nochmal machen, Jungs.
Eieieiei. Immer bloß ein, also schlimm. Lord Che, taucht nichts. Wenn es so weitergeht, werden wir bald selbst umzingelt sein. Ich weiß das, du Idiot. Rückzug. Voller Rückzug. Aha, aha. Hat ihr ein bisschen Schiss bekommen, der Solon Che? Hat ihr ein bisschen Schiss bekommen? Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Bali. Sie laufen fort. Ich schätze, wir haben es geschafft. Was? Ja. Ja, also Geflüchtete. Oh, what the fuck? Hey, Lord Bali ist zurück. Du hast es geschafft, Bali. Du hast es wirklich geschafft. Und die Pilika. Ich bin so erleichtert. Pilika hat sich auch Sorgen gemacht. Aber Bali ist völlig unverletzt. Bitte komm. Alle warten in der großen Halle. Ja, ja, ja. Und der Boy kann nicht, mag den Boy kann nicht. Alter, jede Menge Soldaten hier, ey. Ja, du bist berühmt, Bali. In einem Schlag bist du der Held von allen. Hahaha. Und er hat es wirklich verdient. Dies ist der junge Mann, der die Heilenarmee besiegt hat. Alle sprechen von dir. Sie nennen dich den Herold des Sieges. Wir haben diese Schlacht gewonnen. Aber wir haben bereits Lady Annabelle verloren und Moose ist unter die Kontrolle von Heilen gefallen. Der Staat ist ein reines Tohuwabohu und die Überlebenden sind in Gefahr, einzeln vernichtet zu werden. Außerdem wird früher oder später die Haupteinheit von Luca Blight, die White Wolf, gerade uns hier in North Window angreifen. In unserem gegenwärtigen Zustand wären wir nicht in der Lage, einen solchen Angriff zu bestehen. Wir müssen hier mehr Streitkräfte sammeln. Redest du etwa davon, diese Burg zu unserem Hauptquartier zu machen? Damit wir die Armee von Highland bekämpfen können? Genau. Wir haben schon ein gutes Werkzeug, um neue zu sammeln. Es ist diese großartige alte Burg. Aber jetzt brauchen wir jemanden, der Brennpunkt all der Kraft wird. Jemanden, der uns alle zusammenbringen kann. Wir brauchen einen Anführer. Shu, willst du damit sagen, dass du der Anführer sein wirst? Nein, das kann ich nicht. Ich bin ein Genie der Militärstrategie. Aber andererseits bin ich nicht gut darin, Leute zu führen. Sie zu inspirieren. In diesem Fall werden wir uns an die noch verbleibenden Bürgermeister wenden. Aber ohne einen Anführer bin ich nicht sicher, ob sie uns helfen werden. Es gibt jemanden, der unser Anführer sein könnte.